So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 132. Folge von Forza Horizon. Heute an diesem wunderschönen Samstagmorgen ausnahmsweise. Ich bin heute mal früh aufgestanden, also früh heißt bei mir 10:15 Uhr. Und jetzt aufnehmen tue ich gerade um 10:56 Uhr. Ja, es ist eigentlich ziemlich spät, aber heute ist es für mich früh. Und da kämen sie geil aus, ne? Und zwar gab es den, glaube ich, für euch, nicht diesen, sondern am letzten Forzaton, müsste das gewesen sein. Der jetzt gerade war, der ging ja die ganze Woche, nur der davor, meine ich. Ja, das ist das gute Stück hier. Ich sag mal so, mehr oder weniger quasi, man könnte sogar sagen, ein Einsteiger-Porsche. Es ist eigentlich mit dem Boxster so quasi der leistungsärmste und auch günstigste Porsche. Und so ist das hier der 2015er Cayman S vom Typ 981, nee, C981. Ne, 981C, so was. Zwar für mich, finde ich, die beste Cayman-Generation. Das ist der Cayman GTS und wir haben von der gleichen Generation auch schon den GT4 im Spiel, der Porsche Pack dabei war, den ich auch im Let's Play gefahren bin. Ich glaube in Folge 123, kann das sein? Ich glaube schon. Und hat der natürlich auch, wie eigentlich viele Porsches, ein Boxermotor hinten im Heck drin, natürlich 6 Zylinder. Und zwar hier in diesem Fall mit 3,5, ich glaube wieder scheiße, natürlich hat er einen Mittelmotor. Ist auch ein Cayman, fahr mal, du bist ein Idiot. Aber es ist trotzdem ein 6 Zylinder Boxermotor. Und zwar mit 3,5 Liter Hubraum, natürlich ein Sauger, nichts Turbo, nicht Kompressor, nichts wie der neue Cayman, was ich scheiße finde, aber gut. Mit immerhin 340 PS. Hört sich erstmal nicht so viel an, ist aber trotzdem, ich sag mal, ausreichend. Der Kollege hat auch 380 Newtonmeter Drehmoment, hat serienmäßig eine 6-Gang-Handschaltung, aber in diesem Fall das 7-Gang PDK. Ich weiß natürlich nur das Beste vom Besten für den Porsche, ne? Wiegt mit PDK laut Wikipedia 1450 Kilo, Topspeed 283, auch nicht schlecht. 0 auf 100 mit PDK 4,8 Sekunden und im Sport Plus Modus sogar 4,6 Sekunden. Für nicht mal 400 PS. Das finde ich in Ordnung. So, den fahren wir jetzt auch mal. Weil, ehrlich gesagt, wir gehen erstmal ins Tune. Ich glaube, so viel brauchen wir da gar nicht tun. Ich bin auch, was ich auch schon mal vorhin gefahren bin. Wo ich den zuerst mal gefahren bin. Und zwar bin ich gefahren gegen Micha, der auf dem Vorzeit mal dabei war. Bin ich gefahren, ich diesen Wagen Serie. Und Micha hat seinen auf A-Klasse voll aufgebaut. Noch mit Allrad. Ich weiß, Michael ist nicht der beste Fahrer, aber der hatte keine Schnitte. Obwohl der eine Serie war. Und der ließ sich so gut fahren, auch im Regen. Das war so geil. So, natürlich bessere Bremsen. Ich meine, die Serienmäßigen sind ja schon ziemlich kacke von Porsche. Weil, wer es nicht weiß, Porsche baut ja richtig schlechte Bremsen. So, tiefer geht er noch. Ja, tiefer gefällt natürlich immer besser. Obwohl, fast immer. Nicht ganz. Ist doch schon ja relativ weit oben in der A-Klasse angesiedelt. Also vielleicht der A-Klasse voll aufbauen. Oder vielleicht noch ein bisschen S1. Wir schauen mal. Dann werden wir Getriebe, der ganze Scheiß reinbauen. Meine Stimme macht gerade einen leichten Abgang. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich gucke jetzt mal bei den Umbauten. Wir könnten den Motor wechseln. Wieder den Motor aus dem GT3 reinmachen. Das machen wir nicht. Dann könnten wir auf Allrad wechseln, natürlich nicht. Ups, das war einmal zu viel. Oder können wir den aufladen mit Hilfe eines Single-Turbos oder eines Kompressors? Nein. Das könnte ich mal ganz getrost abschwenken. Aber hier geht noch was. Meine Güte. Entschuldigung. Die Frontlippe, die sieht an sich sogar gar nicht mal so scheiße aus. Aber nein, der Spoiler, der sieht scheiße aus. Schön zwei Auspuffrohre in der Mitte, finde ich auch sehr schön. Dann die Porsche-Felgen, die sehen mal geil aus, um es mal kurz zu sagen. Aber natürlich noch ein Zoll größer. Ich meine, sieht ja nur, was sind 20 Zoll auf dem Cayman? Ist doch nix. Alter 21er. Na komm, das sieht richtig geil aus, finde ich. So, beide Reifen hätte ich aber auch gerne. Bei 285er, das ist ja Fahrradreifen. Jetzt 265er. Könnt ihr nicht lesen. So, 285er haben wir jetzt. Und vorne von 235er, vielleicht gar nicht mal so viel. Auf 265er, wir machen mal 255er. So, bei den Reifen, ich glaube, die Reifen vom Cayman sind an sich schon mal gar nicht mal so scheiße. Man ist halt auch ein Porsche. Da sind die Reifen eigentlich relativ gut. Ist die Frage, machen wir Sportreifen drauf? Ich glaube, Sportreifen verträgt, ja. Machen wir sich so mit der S1 oder so. Mal gucken, wo wir landen. Dann hätte ich die Karre gerne ein bisschen leichter. Ich meine, der ist schon nicht schwer.
Alter, sie geht auf unter 1,1 Tonnen? What the fuck? Wir machen mal nur ein bisschen weniger. Die wiegt ja nix. So. Dann wollen wir natürlich einen geilen Auspuff haben für einen geilen Sound. Ich meine, der hat schon einen geilen Sound. Aber der geht trotzdem noch ein bisschen. Wie viel PS ballern wir da denn rein? Ja, so zwischen 400 und 450. Aber 400 klingt ja schon mal nicht schlecht. Das waren, glaube ich, 294 kW. Ist es zu viel? Das sind 300. 301. Okay, wir bauen. Was habe ich für KW gemacht? 12. Ja, das kriegen wir hin. Ich mal die hier ein. Da brauche ich jetzt noch mal was mit 11 kW. Gibt es wahrscheinlich nicht. Ja, 15, die ist klar. 17. 14. Aber machen wir 298 kW? Das sind, glaube ich, 305 PS. Wie geht das hier? Aber wo einfach noch mehr rein? Und wie viel bringt die eigentlich aus der Auspuffanlage? 18? Scheiße. Wir machen mal 294 kW. Ich will das genauso haben. Ja, kein mehr, kein weniger. So, habe ich jetzt die gar nicht mehr drin? Die sind schon drin. Okay. Dann nochmal 1 mit 14 kW. Nein, das ist zu viel. 13, das ist ein. Na. Auch nur 13. So, das waren 12. Dann nochmal was mit 13. War doch hier 1 zu viel oder nicht? Ist zu viel. Ich will das genau haben. Erfolge gehe ich hier nicht. Da waren 298. Gut, dennoch 298 kW. Sind, glaube ich, 305 PS. Können wir machen. 405 meine ich. Ja, der rechte Profifahrer, wenn es gelingt, ist am Start. Ja, das war es auch schon. Also, ich denke mal, der ist so eigentlich noch ganz gut aufgebaut. Das ist auch jetzt auch nicht zu schnell, aber auch nicht Serie. Ich will mir mal so ein bisschen angewöhnen, die Wagen mal etwas öfter auch motortechnisch zu tunen. Nicht immer Serie lassen. Weil Serie ist auch cool, aber auch mal ein bisschen was rausholen. Und gucken, was der so kann. Oder auch, wenn der schlecht ist, auch nicht kann. So, farbentechnisch haben wir natürlich, das ist das Herz begehrt. Rot, rot, rot. Warte, ich schalte mal kurz was um. Einen Moment. So. Immer, was ich ziemlich geil finde, das Gelb, was ich auch schon beim Cayman GT4 hatte. Denn ich weiß nicht, wer die rauf macht, aber es sieht scheiße aus. Natürlich blau, dunkelblau, schwarz, alles. Das gefällt mir aber ziemlich gut. Das gefällt mir wieder nicht so gut. Obwohl, es hat irgendwie was, ne? Aber ja, dieses. Ist das so graumäßig oder? Ja, das ist schon mal. Das gefällt mir. Obwohl, aber blau sieht auch geil aus, ne? An sich finde ich aber, so ein Cayman passt nicht wirklich in blau. Ein Cayman ist meistens in rot oder in. Ja, weiß ich das nochmal. In gelb geil. Ja, welche die Farbe nochmal? Gelb. Nehmen wir die Farbe hier. So, wir könnten. Wir machen mal die Spiegel. Machen wir die wieder Carbon. Ich meine, es sieht einfach immer zu geil aus. Es tut mir leid, Leute, aber. Aber diesmal nur poliert und nicht matt. Den Spoiler, der sich ausfährt, können wir auch lackieren. Was ich sehr, sehr gerne mache. Und die Felgen, die sind Serie so. In der Farbe. Scheiße. Das sieht ja richtig geil aus. Oh, komm, machen wir auch mal. Ja. Die Felgen, die sehen so geil aus. Das sind ja auch Porsche-Felgen, die sehen eigentlich immer geil aus. Also bei den neueren Porsches zumindest. Ich bin noch ein wenig müde. Ich war gestern, war ich in der Bett. Um 2. Also um 2, das ist für mich, das geht noch.
Ich gehe meistens eigentlich später ins Bett, eher so um 3. Und das auch, wenn ich früh aufstehen muss, eigentlich trotzdem etwas später ins Bett. Weiß gar nicht. Das ist das gute Stück. Die Farbe, die ist cool. Wir. Ich weiß nicht. Ich muss es nochmal ändern. Oder vielleicht mal so ein helles Blau. So ein bisschen Babyblau-mäßig. Das könnte, glaube ich, auch gut kommen. Ich guck mal. Jetzt stelle ich mir mal selber eine Farbe. Und grün? Ich könnte schon wieder grün machen. Ja, das. Ja, es geht schon mal so in die Richtung, wie ich das meinte. Ja, das gefällt mir schon mal richtig gut. Wenn wir das hier, die restlichen Farben lassen wir doch wieder so. Sonst kann man jetzt auch kein übertrieben brutales Auto. Jetzt nicht so wie ein Amateur oder sowas. Das ist schon ein wenig aggressiver. Ja, das Blau, das gefällt mir jetzt schon mal ziemlich gut. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wenn sie sagt, ich ja behalten will oder. Nee, passt immer noch nicht. Wenn der mal lädt hier, der Freund. Ja, das ist doch das Blau, das gefällt mir. Brauche ich mal einen Soundcheck. Sound schon wieder, ne? Bei 3000 Touren. Einfach wieder zu nice. Fährst gleich mal lebenslang. So. Und dann einfach mal den Sound genießen. Oh, dieser Sound. Oh. Ich bin schon damals im Forza dann geliebt. Geliebt? Genau. So. Ein bisschen Wheelspin, aber. Ja. Geht schon mal ordentlich voran. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin vom Porsche gar nicht mal so hoch. Nur knapp bei 8000 Umdrehungen. Also nur, ne? Ist ja quasi nichts. 8000 Umdrehungen. Da wird mein Opel sterben. Wird auch schon vorher sterben, bei 7000 wird er auch schon sterben. Alter! Oh. Im zweiten Gang direkt wieder Grip. Alter, der marschiert. Das für nur um die 400 PS. Das ist wirklich nicht viel. Gucken wir mal. So 0 auf 100. 3,8. Kann man machen, oder 100 Meilen. 8,4 an Top Speed, 292. Jetzt noch ein bisschen, ja, noch ein Stück tiefer geht natürlich. Das finde ich, Alter. Das ist schnell. Bei Porsche ist ja, kommen allgemein alle ziemlich gut vom Fleck. So. Passt. Der Porsche braucht nicht viel. Aber ja, guck mal so eine Launch-Kontrolle. Okay. Oh ja. Oh ja. Alter. So gefällt mir das. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. So. Dann gucken wir, was der Hobel so im Rennen kann.
Und zwar als erstes, komm, nehmen wir mal die hier. Man, die Cockpit an sich. Hier schön roter Drehzahlmesser, ne? Sich beste Verarbeitungsqualität. Schaltwirbel beim Lenkrad. Und das Soundend ist auch geil, aber ich finde den aber von außen noch ein bisschen besser. Da ist er noch ein bisschen böser. Komm, gib mal Gas hier. Okay, gib Gas. Er hat sich mal ganz so viel. Also, Camaro, der zieht mich nicht ab, ne? Tja. Deutsche Wertarbeit, mein Freund, ne? Da kann einfach auch noch so dick sein. Aua. Warte mal. Ist er bei ca. 5000 Drehungen? Er ist so normal, warte. Also ich muss hier lang. Dann ist das Sound auf einmal komplett anders. Das finde ich cool. Vorsprung kann er auch. Also was kann der Wagen nicht, ne? So, wir machen ein Fanrennen. Und heute, wie viele Runden gönnen wir uns denn? Ich gönne uns mal vier. So, der Zug ist wunderschön. Vier Runden, Nachmittag bedeckt, alles in Ordnung. Dann legen wir auch los. Ich bin echt gespannt, wie sich der Wagen jetzt fährt. Und auch wie er mit der Konkurrenz mithalten kann, denn die Konkurrenz, die ist auch nicht schlecht. Auch so mal so Track Toys mäßig, so wie Alfa Romeo 4C oder Lotus Exige, das sind auch schon richtige Kracher. Die sind auch nicht verkehrt, sind natürlich auch die allen anderen sind auch nicht schlecht, weiß ich hier ein Z4 vielleicht oder ein SLK, Audi TT. Sind auch keine Kackautos, aber ich denke mal, Hauptkonkurrenten sind halt Alfa Romeo 4C und natürlich der TVR The Gayris, habe ich ganz vergessen. Der ist mega hässlich, aber mega schnell. Und halt die Konkurrenz noch von Lotus. Gestart war gut. Sieht nach Regen aus. Achso, ich wollte gerade sagen, ist ein GT3, aber das ist ein Cayman und Forza Spoiler. Okay. Fährt sich gut. Wow. Ja, sehr vieles überholen. Da komme ich ein bisschen weit raus. Fährt sich richtig geil. Ist vielleicht ein bisschen leicht auf der Achse, weil er so leicht ist. So, keine Frei da vorne. Scheiße. Ja, so auf dem Gras bremsen, aber wenn er dann wieder aufs Gras kommt oder so. Hier auf dem Asphalt, dann wird er ziemlich leicht. Und beim Anbremsen, wenn man da so ein bisschen einlenken will. Aber so, ich finde die ziemlich gut. Ja. Das Sound, ne? Ist einfach übertrieben geil. Bremsen sind super. Was macht ihr da schon wieder? Was ist an dieser Kurve eigentlich so schwer? Oder Scheiße wegen denen. Ja, was soll denn machen die da? Die kann man durchziehen. Hallo, das Gaspedal ist rechts, mein Freund. Vierter Platz aktuell. Die ersten sind auch nicht so weit weg. Können wir noch kriegen.
Ja. Das war gut. Die Farbe von Cayman da vorne. Auf dem dritten. Gefällt mir. So, KI, ne? Diese Kurve hier. Kannst sogar ohne die Dinger hier zu berühren, ganz wunderbar da durchfahren. Glaube, ich bin vorbei. Also. Ja, es war blöd. Dieser Cayman da vorne, der bringt mich aus dem Konzept. Weiß auch nicht warum. Jetzt aber. Oh! Guck mal, bei der reingeschossen, ey, meine Güte. Sieht nach dem dritten Platz aus. Hier schon wieder schön durchfahren. Das geht trotzdem nicht so ganz checkt. Oh Gott. Dritter Platz ist schade. Wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Vor mir, ja, Lotus war klar. Doch ein Audi TTR ist ja gut. Ein Allradler. Auch der einzige Allradler hier. Sofern keiner umgebaut hat. Ja, schön. Aber immerhin noch aufs Podium. Oh, Lotus ist in Blau schön. Oh, muss ich auch mal fahren, den Lotus. Wollte ich auch wirklich schon lange fahren. Ist ja nicht auch ein richtig geiles Auto. Aber gut. Andere Autos sind halt noch geiler. Wie zum Beispiel der Porsche hier. Ein Rennen geht noch, eins geht noch. Einer geht noch. Bloß die Frage natürlich, welches? Komm, ist hier direkt nebenan. Das nehmen wir. Mariana. Der Sound. So geil, wo fährst du denn mal weg da? Ja, spucken tut auch ziemlich viel. Noch ein Fernrennen. Was haben wir hier jetzt eingestellt? Nee, wir machen mal was anderes. Stellen wir mal selber ein. Da fahren wir jetzt mal German Performance. Komm. Wir fahren jetzt aber diesmal am Abend heiter. So. Es müssen auch so Sachen wie so ein AMG GTS mitfahren. Aber glaube ich sowas wie R8 und 911 Turbo und auch Turbo glaube ich schon, aber ein R8 glaube ich noch nicht. Oder weiß ich, ein SLS oder AMG GTS glaube ich noch zu stark. Natürlich werden wir jetzt vielleicht noch M4 mitfahren oder eine C-Klasse natürlich. Oder halt Porsche sowieso. Ein Cayman GT4 könnte mitfahren. Ist das ein Panamera? Nee. Porsche Macan, glaube ich. Ich gucke mal. Nein, nicht Tuning, das wollte ich nicht angucken. Und zwar fährt mit noch ein Macan, ein M3E92, X6M, Panamera, normaler Camel, C-Klasse Rise Edition, die alte C-Klasse, RS4 Avant, 96 GT3. Ja, RS4, ein Turbo fährt mit. Und ein 300 SL. Okay. Der Turbo, der ist natürlich stark. Kann ja auch schön in der Kurve starten. Was checkt die KI hier nicht, dass man da durchfahren kann? Ich verstehe das absolut nicht.
Okay. Hier schon Fünfter. Ah, das ist bei Nacht gar nicht mal so schwer zu fahren. Die Strecke hier. Weil ich die auch eigentlich relativ gut kennen. Ja, eigentlich. Ja, mein Gott. War ja fast durch. Ja, komm, das war jetzt wirklich ein bisschen zu krass abgekürzt. Fährt nach vorne so allein. Ein bisschen abgeschieden von der Gruppe da. Ich denke, es ist der Turbo. Vorne sich, glaube ich, ist es ein M3. Kann man da mehr, leider nicht erkennen. Sind M3 sein. Na, 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 mein Freund. Du willst hier. Wir haben schon Dinge abziehen, so ist das aber nicht. Vielleicht noch ein Audi? Das war irgendwie ein bisschen zu weit in. Was ist denn das da vorne? Blaue. Nein, ich. Ich will die Kuwanas anfahren. Trotzdem halt weit in. Damit ich viel raus beschleunigen kann. Ja, das war nicht innen. Lass ich trotzdem mal so. Okay, ein X6 war das, glaube ich. Das andere habe ich nicht mehr gesehen. Audi, RS4. Ich glaube, ziemlich hart abgeht. Wo kriege ich den noch? Sieht gut aus. Den Porsche Macan. Ja, ist ja ein RS4, ne? Sieht man doch. Ja, halt Kurbellage und Macan ist eigentlich eher das, was sich zusammenpasst. Deswegen habe ich jetzt auch mal gewonnen. Was waren das auf dem dritten? Am Panamera waren das ja, mein Gott. Ja, die ersten drei Porsche, auf dem fünften wieder Porsche. Auf dem letzten auch, aber gut, das ist ein alter Porsche, aber ist das Zufall? Ich glaube nicht. Ja, aber fährt sich wirklich guter Wagen. Wieder 14.000 Kredite. Mein Kontoze. Und am Herrn 8.300 DP. Na gut. Leider kein Wheelspin, aber ging ja mittlerweile selten in den Folgen. Fährt sich halt Porsche halt ziemlich gut. Hätte vielleicht den Wagen nicht ganz so leicht machen müssen. Auf Hinterachse, da ist er doch manchmal so ein bisschen, dass er so ein bisschen sein Heck ausschwenken möchte. Was ich ihn nicht so gut finde. Aber es ist eigentlich wirklich einfach zu kontrollieren. Wenn man da wirklich ein bisschen was kann. Auch wie schön hier die Scheinwerfer aussehen, ne? Von hinten, die Rückleuchten. Wunderbar. Wunder, wunderbar der Wagen. Ja, Leute, ne? Dann danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit einem, ich glaube, keinem Porsche, sondern irgendwas Normalem. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!